Schön, dass du jetzt in diesem Moment dieses Video schaust. Ich freue mich. Mein Name ist Donny und ich möchte dich heute persönlich ansprechen. Dich alleine. Ich möchte dich motivieren, dein Leben in die Hand zu nehmen. Ich möchte dir sagen, alles ist möglich. Du kannst erreichen, was du erreichen möchtest. Denn du bist was ganz Besonderes. Bleib einfach cool, lehn dich zurück, genieß dieses Video und überweis mir 20 Euro im Monat und ich sage dir, ich werde dein Motivational Trainer. Überhaupt gar kein Problem, keine Strings attached. Ich bin einfach für euch da. Herzlich willkommen zu diesem Moin Moin, meine Freunde. Mein Name ist Donny Sullivan. Einige Leute haben manchmal gesagt, ich bin zu laut und zu aufgedreht am Anfang, das stört die so. Nein, Donny singt, da schalte ich ab, ich sehe Donny, dislike. Ich mache mal einen ganz ruhigen, eine kleine ruhige Moderation. Wir haben Montag, wir haben alle ein bisschen, wir sind ein bisschen müde. Das Wochenende war auch mega anstrengend. Wir haben natürlich alles super viel gebumst und ähm, deswegen sind wir auch ein bisschen müde. Wollen erstmal mal reinstarten, haben ein bisschen graue Haare bekommen am Wochenende. <laughs> Leute, ich habe Bock. Ich heute wird's ein, ich glaube heute wird's ein richtiges Potpourri. Moin, moin. Ich habe tatsächlich heute mal wieder was vor. Letztes Mal war ja ein bisschen Laber. Moin, moin, muss ich auch mal sagen. Äh, war ich selber nicht zufrieden mit. Ich war mit dem letzten Moin Moin von mir selber nicht zufrieden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, Selbstkritik ist ganz wichtig heutzutage. Man muss auch mal sich selber in Frage stellen, weil nur so wächst man. Ja, nur so kann man über sich hinaus wachsen. Und ich habe gesagt, nein, heute möchte ich es toppen. Heute habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Heute habe ich mir überlegt, über was kann ich eigentlich erzählen? Und zwar folgendes. Ich habe, wie der eine oder andere von euch weiß, schon eine Weile ähm, im Bereich Comedy gearbeitet und, und immer noch. Äh, und dazu gehört nun mal nicht nur Stand-up, sondern auch sich Sachen aufschreiben und quasi Stand-up Skiz skizzen, notieren und etwas ausformulieren und natürlich aber auch Sketche schreiben. Und ich habe Sketche auch schon ein paar geschrieben. Und wie das so ist bei Sketchen, manchmal hat man auch mm, ein bisschen schlechtere Sketche, beziehungsweise der Kunde, für den man die Sketche schreibt, der hat nicht so Bock drauf oder findet es nicht so lustig. Und die landen dann in der Tonne. Und bevor die jetzt in der Tonne landen, dachte ich mir, wieso, ich kann doch eigentlich mal so ein paar vorlesen. Ich habe zwei Sketche mitgebracht, äh, die ich letztes Jahr geschrieben habe für so eine Produktion. Ich darf darüber natürlich nicht reden, das ist alles so eine rechtliche Sache. Ähm, aber das läuft so ab, falls euch interessiert. Also viele große Sender, auch große Produktionen von neuen Sketch-Formaten, die haben meistens einen Autorenpool. Ja? Da muss man erstmal reinkommen. Meistens geht das eigentlich nur so über vitamin B heißt das, also einfach, dass man irgendwie Leute kennt und so. Also man, wird jetzt, man kann sich da jetzt nicht irgendwie auf LinkedIn, glaube ich, bewerben als Autor. Äh, und irgendwie, bei mir war das auch so. Ich kenne den einen, der eine kennt den anderen. Irgendwie wurde ich mal vorgeschlagen, äh, ich war selber überrascht, dass ich da aber mitmache. So. Und dann läuft das wie folgt ab. Es gibt so ein, wie gesagt, so einen Autorenpool und dann kann man da quasi man kriegt also quasi ein briefing von der sendung worum geht's was sind die darsteller äh, was für eine tonalität hat die comedy was ist so geplant und dann kriegt man dieses briefing und dann kann man natürlich seine sketche einfach einschicken ne? dann schreibt man halt fertige sketche mit dem risiko weil da wird, man wird nicht, fürs, ja, nicht immer fürs äh, einreichen bezahlt. Das ist wie, wie ein Pitch sozusagen, also manchmal hat man Pech und dann schreibt man irgendwie fünf Sketche und dann wird keiner genommen und dann sagen die, ja, ciao, alles klar, finden wir nicht lustig, ähm, aber ähm, ich glaube meistens tatsächlich wird ein bisschen was gezahlt, allein fürs Einreichen so. Und ich habe letztes Jahr bei einer bestimmten Produktion äh, auch äh, ein paar Sketche eingereicht und... Ähm, muss auch sagen, das war nicht so meine, meine Glanzmomente als Autor. Aber ich denk mir so, hey, und das gab übrigens fürs Einreichen Kohle. Und habe ich gedacht, ja, komm, scheiße, schreibst du halt mal fünf Sketche und dann hast du auch hier hast ein bisschen Geld verdient, ne? So, und zwei von diesen äh, Sketchen habe ich heute mal ausgesucht, euch äh, heute mal zu zeigen. Und äh, damit würde ich gerne. Jetzt direkt mal anfangen. Aber bevor ich damit anfange, muss ich natürlich den Chat begrüßen. Chat, was geht ab? Ich hab euch im, im, im Auge. Ich gucke euch an. Ich habe heute auch den Super Chat an. Alle sind da. Komm, macht mal mach mal Lärm, macht mal hier irgendwas, ein Zeichen, weil ich muss die Latenz überspringen, deswegen gehe ich wertdessen kurz auf TweetTech. Schalte aber gleich in den Chat. Also ihr müsst jetzt irgendwie Zeichen geben, Herzen, irgendwas. Macht euch bemerkbar, haut was raus, haut gar Gags raus, Smileys, schreibt meinen Namen. Okay, kommt was? Da kommt. Hallo Donny, Kappa Kappa. Wo sind, Donny, wo sind deine Glanzmomente? Das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich auch auf sehr viele Kappas. Ja, Kappa ist so der, der, der Smiley vom, vom, von äh, Twitch, habe ich das Gefühl. Ja, das ist so, was habe ich das Gefühl? Weiß ich ja. Ich wurde ja aufgeklärt. Ähm, übrigens nochmal, hallo Twitch, wir müssen noch ein bisschen warm werden miteinander. Ihr könnt euch gerne mal eins meiner ersten Moin Moins anschauen. Das ist vielleicht, äh, vielleicht gerade für euch sehr interessant. Da wurde ich übrigens aufgeklärt, was überhaupt Kappa ist. Ich wusste original, drei Monate, glaube ich, habe ich hier gearbeitet, wusste ich nicht, was Kappa bedeutet. Und ähm, ja, das war so mein erster kleiner mini schitz äh, Storm, weil das kann ja nicht sein. Ein Moderator bei Rocket Beans, der muss wissen, was Kappa ist. Kappa. Okay, ihr habt euch bemerkbar gemacht. Cool. Also ähm, habt ihr Bock drauf? Ich würde es jetzt einfach mal vorlesen. Ich habe es hier vorbereitet für euch. Ich dachte mir nämlich tatsächlich, also jetzt bei aller, bei aller Ironie und so und allem Spaß, ich dachte mir wirklich heute, vielleicht ist es wirklich einfach interessant für den einen oder anderen mal zu sehen, wie so ein Sketch aussieht, wie so ein Drehbuch aussieht. Also wie das, wie das aufgebaut ist. Da gibt es nicht bestimmte, ja, nicht Regeln, aber es hat, haben sich bestimmte Formen. Glaube ich, einfach durchgesetzt, ähm, die, sich, die sich quasi, ja, die sich etabliert haben. So, und ich habe hier das eine mal, ich habe übrigens die Namen alle geändert. Ja, also ähm, alle Namen sind geändert, deswegen steht hier auch, kannst du direkt mal abgreifen hier, deswegen steht hier auch Titel Sendung. Äh, da stand natürlich der eigentliche Titel und hier oben rechts war dann auch das Sender-Logo und so. Das habe ich alles rausgemacht, ich habe auch alle Namen geändert, weil, ähm, ja, weil das einfach äh, sich nicht gehört, äh, glaube ich, ist auch uninteressant. Aber es wurde ja nicht genommen, von daher glaube ich nicht, dass ich Ärger kriege. So, ich lese das einfach mal vor. Und zwar wichtig ist, ich lese es halt so vor, wie ich mir das im Kopf vorstelle. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied oft, wenn Leute meine Sketche lesen, dass sie es nicht so betonen, wie ich das mir, glaube ich, vorstelle. So, okay, alles klar. Also, ihr seht hier oben, hat man erstmal die Personen, ne? dann schreibt man hier XXX, eigentlich da stehen halt die Darsteller. ja? Und äh, zu dem Zeitpunkt ähm, waren übrigens die Darsteller auch noch nicht gecastet, außer ab und zu mal welche. Und zum Beispiel diese hier, die Alleinerziehende, die war gecastet, aber da habe ich jetzt ein XXX rausgemacht. Weil wie gesagt, ähm, ich glaube, die Produktion kommt irgendwann auch noch raus und so. Und, äh, ne? So. Alles klar, so und dann steht halt hier drin also der Titel des Sketches, dann macht man hier auch immer so Fassungen, also wie viel Fassungen macht, Datum natürlich, wie viele Seiten ähm, und dann Location halt, ne? wo, wo das denn so stattfindet. Und dann fängt das hier an, dann sagt man hier Straße und dann rechts sagt man quasi, welche Uhrzeit es ist und äh, ob es drin oder draußen ist. So, und ich lese einfach mal vor, wenn ihr Fragen habt, gerne. <laughs> Und übrigens, ah ja, wichtig noch: groß geschrieben heißt quasi, das sind immer die, die im Skript, ähm, ähm, zu, ähm, also zum ersten Mal auftauchen. Ich sehe jetzt gerade, dass es falsch ist, weil ich hier überall groß geschrieben habe. Das liegt aber daran, dass ich durch Suchen und Ersetzen das geändert habe, weil ich wollte es nicht überall einzeln reingehen und den Namen ändern Deswegen habe ich den Großbuchstaben geändert, sehe ich gerade, das war ein Fehler. Aber normalerweise ist bei so Skripten immer, die Großbuchstaben wird immer das geschrieben, was äh, die Figuren, äh, die quasi da, also wenn die zum ersten Mal auftauchen, dann werden die zuerst groß, äh, in Großbuchstaben geschrieben, danach wieder klein, ganz normal. Okay. Steffi und eine männliche Barbekanntschaft stehen nachts draußen an einer Wand angelehnt. Sie knutschen heftig. Im dimmen Licht des Stra der Straßenlaternen kann man ihre eng umschlungenen Körper erkennen. Sie sind gerade aus einer Bar herausgestolpert und beide gut angetrunken. Es wird gefummelt, was das Zeug hält. Zwischen den wilden Küssen bekommen beide vereinzelte Wörter raus. Barbekanntschaft. Oh, oh ich hätte jetzt tierisch Lust auf einen, einen Kaffee. Steffi. Oh ja, äh, ich, ich liebe Kaffee, aber aber alle Läden haben äh, haben oh, ich sage hier jetzt. Okay, das ist ein Fehler. Haben haben zu Barbekanntschaft, Vielleicht hast du ja zu Hause zufällig Kaffee? Steffi unterbricht kurz das Knutschen, schaut ihn an und sagt ganz neutral: "Ich glaube, ich habe keinen Kaffee zu Hause." Er schaut Steffi verdutzt an und erwidert: "Ich möchte keinen Kaffee." Das ist Code für Bumsen. Steffi verunsichert Ach so, weiß ich doch. Steffi presst ihn wieder an sich und sie knutschen heftig weiter. Steffi, am liebsten mag ich Latte. Macchiato. Das ist schon so scheiße hier. Ich glaube, hier, spätestens hier haben die Leute von der Produktion äh, das Ding zerknüllt und in den Müll geworfen. So. Aber weil ist es wahrscheinlich nicht so gelesen haben, wie ich das gerade vorlese. Okay, weiter. Barbekanntschaft. Geil. Geil. Gibt's das bei dir. Zu Hause? Steffi, ja, komm mit, ich zeig's dir. So, Schnitt: Steffis Wohnung. Wir sind jetzt innen und es ist nachts. Steffi und die Barbekanntschaft stürzen knutschend zu, äh, zur Haustüre herein. Er möchte gleich zur Sache kommen. dass Steffi blockt ab, da sie sich erst vergewissen will, dass in ihrer Wohnung keine Beweise dafür finden, dass sich in ihrer Wohnung keine Beweise dafür finden lassen, dass sie einen Sohn hat. Also ihr merkt schon, ich spiele hier mit dem Klischee, dass alleinerziehende Mutter-Mütter, äh, die Single sind, nicht unbedingt äh, Bock drauf haben, dass die, die äh, ja diese Abschleppgeschichten äh, wissen, dass sie einen Sohn hat, weil angeblich das viele Männer abschreckt. Ja? Mütter, die irgendwie also so, äh, Frauen, die, die einen Sohn haben, sind für, für einige Männer ja. Darüber erzähle ich mich nicht, ist ein Upturn. So, deswegen damit spiele ich ja. Okay, also hier geht's weiter. Steffi, Moment. Warte, ich mache noch ich mache noch eben frisch. Okay, ich muss jetzt einfach sagen, das eine Kind hieß Ben und er hat jetzt jedes Mal, wenn Ben irgendwo im um Text steht hier Kevin. Deswegen übrigens. Okay. Moment, ich mache noch schnell. Ich mache mich noch schee, schnell eben frisch. Warte, warte doch du hier in der Küche. Steffi schließt die Küchentüre hinter sich und macht sich hektisch auf die Suche nach Beweisen für ihren Sohn Kevin. Sie kippt alle gerahmten Fotos, oh, sie, sie Fotos, auf denen Kevin zu sehen ist, mit dem Gesicht nach unten. Sie wirft jedes Spielzeug, was sie finden kann, in eine Kiste. Sie versteckt Kevins Schuhe unter äh, und seinen Schuhrrand. Also ich stelle mir hier so, so ein schnell geschnittenes vor. Ja? Also ganz viele verschiedene Szenen sieht man so, die macht das so weg, oh, läuft so rum, klappt das so runter. Uh, wo ist Ben? Keine Ahnung. Wo könnte er sein? Ah, da ist noch ein Unterhose. Oh, die mache ich schnell unter, unter das Bett. So was halt. Ja, also Panik. Sie möchte alle Beweise vernichten, dass sie ihren Sohn hat. Dann zupft sie sich das Kleid zurecht, schaut nochmal in den Spiegel, macht sich die Haare so geil und sagt, und geht nochmal in die Küche. Sie macht die Türe auf. Etwas Seltsames passiert dort gerade. Kevin, der Sohn, ist in der Küche und gerade dabei, sich mit zwei Tassen Kaff Kakao zur Bekanntschaft an den, Tisch zu setzen, an den Küchentisch zu setzen. Also er steht halt so da, muss ich euch vorstellen. Ich stelle mir das so vor, Mama hier voll. ich stell mir das so vor. Ich glaube, das kam auch im Text nicht so rüber, aber ich stelle mir das so vor: sie kommt dann zur Tür rein und dieser. Der kleine Sohn, der ist irgendwie acht Jahre alt oder so, der macht sich, der rührt das gerade so um und, und, und setzt sich gerade so zu der Barbekanntschaft und gibt ihm so eine, so eine Tasse, so ein Kennenlernen, so ein ganz weirdes, die wollen sich jetzt kennenlernen, Ding. Okay. Ähm, er trägt einen roten Morgenmantel aus Samt, als wäre es das Normalste der Welt. Steffis Blick ist voller Panik. Steffi zur Barbekanntschaft. Oh, äh, ja, also das ist, äh, das ist mein. Kevin unterbricht sie und vervollständigt den Satz. Mitbewohner. Ich habe mich natürlich schon vorgestellt. Er schaut zu Barbekanntschaft. Ah, wie war noch gleich dein Name? Also, ihr versteht, was ich meine. Er hat, also der Sohn merkt schon, er muss jetzt der Mutter helfen. Er will, er will jetzt eine Rolle spielen, dass er der Mitbewohner ist. Und deswegen unterbricht er sie und er weiß, sie will jetzt eigentlich sagen, ah, das ist mein Sohn. Ah, das ist mein äh, und dann Mitbewohner. Ich bin äh, Mitbewohner. Wie war ihr Name nochmal? So, okay, so weit sind wir mal. Und jetzt, auch so dumm, was habe ich hier geschrieben. Barbekanntschaft sagt, Jeff, ich heiße Jeff. <laughs> und ich weiß noch genau, wie ich gelacht habe, als ich das geschrieben habe, dass ich das wirklich lustig fand. Oh Mann, okay. Kevin, also der Sohn. Ah ja, genau, Jeff. Nun, Steffi. Jeff und ich waren gerade dabei, uns kennenzulernen. Möchtest du auch einen Kakao? Kevin steht auf und geht zum Herd. Dort steht noch ein warmer Topf Milch. Er gießt diese in eine Tasse. Steffi steht mit offenem Mund da und bringt keinen Ton raus. Sie versteht nicht, was hier gerade abgeht. Kevin, Zwei Stück Zucker, keine Milch. Richtig? Das heißt, mach mal die, so stelle ich mir das vor. Dreh das um, mach das so rein. Zwei Stück Milch, ein bisschen Zucker. Richtig? <laughs> so, er stellt ihr die Tasse auf den Tisch und setzt sich wieder hin. Kevin lacht. <laughs> dass du auch immer vergisst, deinen Freunden davon zu erzählen, dass du einen Mitbewohner hast. Du Dussel. Eine, An eine unangenehme Stille steht für einen Moment im Raum. Kevin, Mensch, so spät. Wo sind denn nur meine Manieren? Ihr habt, sicherlich, ihr habt euch sicherlich viel zu erzählen. Ich werde mich zurückziehen. Er nickt beim Rausgehen in Richtung Bekanntschaft. Jeff? <laughs> er geht also raus. Macht den hier. Jeff. Und geht raus. Beim Verlassen der Küche schaut Kevin seine Mutter an, zwinkert mit einem Auge, macht mit seinen Händen eine Pito Pistolengeste und flüstert im Vorbeigehen: Gern geschehen. <laughs> Ey, sorry, das ist doch, wie konnte das abgelehnt werden, frage ich mich jetzt. Das ist doch mega lustig. Okay, warte, Was, ich will jetzt mal hier gucken, ob das überhaupt irgendjemand lustig findet. Zwei Stück Milch. Ach so, habe ich gesagt, zwei Stück Milch. Ja, okay, das ist natürlich falsch gewesen. Stand da, warte mal. Stand da zwei Stück Milch. Okay, dann ist natürlich äh, spätestens da, haben die sich gedacht, ist das überhaupt ein Auto? Ähm, sorry, aber ist das ein Auto? Warte mal, wo krieg ich denn jetzt hier? Altapp, wie geht denn das äh, die Scheiße hier? Wo finde ich ihn jetzt? Ach hier, genau, also pass auf. Habe ich wirklich gesagt, weil ich muss nur nachgucken. Zwei Stück, habe ich wirklich zwei Stück... Wo ist denn Kevin hier? Möchtest du einen Kakao? Genau, zwei Stück Zucker, keine Milch. Doch, das ist schon richtig geschrieben, aber ich habe es falsch gesehen. Das war ein bisschen peinlich. So, jedenfalls, ne, ihr checkt er sagt dieses so, er nickt raus, sagt Jeff, gern geschehen, sagt er zur Mutter. Nur einige Momente Stille, nachdem Kevin die Kirche äh, verlassen hat, dann schaut sich Steffi und Jeff, schauen sich Ste äh, Steffi und Jeff verstörend, irgendwie verstört an. Dann sagt die barbara -Praganschaft, also Jeff, Mensch, oh, so und so, so spät, du. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich gehe da mal lieber. Steffi sagt dann auch, ja, ist vielleicht besser. <laughs> Ende. Also, ihr merkt schon, äh, null Pointe, das ist irgendwie meine, ich habe irgendwie, glaube ich, einen anderen Humor. Gut, vielleicht der eine oder andere sagt gar keinen Humor, aber ich glaube, manche von euch finden vielleicht auch sowas witzig. Ähm, ich ich mag, bin halt kein Fan von so typischen pointen also irgendwie, eine Flasche Pummels, öh, oder ich komme in den Raum, öh, palim palim. Das mag ich ja halt nicht so, wo es dann alles darauf hin, ähm, wo alles hinarbeitet auf eine große Pointe. sondern ich mag eigentlich, für mich ist der Humor wirklich in diesen kleinen Dingern versteckt. Also dass er irgendwie so mit den Pistolen so sagt so, piu, piu. oder dass er irgendwie allein dieses, dass ein kleines Kind mit acht Jahren alt mit so einem Samtmantel wie so ein Boss, äh, wie so ein wie so ein äh, Bond willen einfach sich so umdreht und so. Zwei Stück Zucker, ein bisschen Milch. Das finde ich irgendwie, sowas finde ich halt lustig, keine aber ich glaube, das ist so auch so eine größere Produktionsfirma gewesen, muss ich auch sagen. Also, wir reden hier schon von einem großen Privatsender. Ich glaube, ähm, das ist halt nichts für die breite Masse. Die breite Masse braucht doch, wow, hau drauf hier, geil, Alter, habe ich verstanden. <laughs> Flughafen, äh, teuer. Sowas halt, ne? Okay, ich gucke mal in den Chat, was sagt ihr dazu? Also, wenn euch, wenn euch das gefällt, dann kann ich natürlich noch den anderen vorlesen, der ist auch ein bisschen äh, kürzer. <laughs> das ist kein Humor, das ist Donny's Story of His Life. Das stimmt tatsächlich. Hier war noch eine starke, starken Schluck von meiner Power Cola. Na naja, die breite Masse will halt was Lustiges, Donny. Na nur nicht schlecht. Das kann gut sein. Pew Pew, Donny ist tot. Nein, ist er gar nicht. Die Antwort auf diese Frage äh, wird dich nur verunsichern, Donny. Ach, naja. Oh, das ist ein guter Gag. Das war ja auch dieses. Was war das nochmal? Steinmeier? Nee, wer hat das nochmal gesagt mit diesem? Die Antwort würde sich verunsichern. Ich nicht mehr. So, was sagt Twitter? War das jetzt die Pointe oder kommt die noch? Ich weiß nicht. Ja, ja, das ist ein guter alter Gäste ist die Geisterbahn äh, Insider. Naja. Gut. Äh, <laughs> ich find's lustig. So, und deswegen machen wir auch direkt noch einen. Ähm, schaffen wir den noch? Ähm, wir haben, müssen bald ein bisschen oder wir dürfen bald ein bisschen Werbung machen. Äh, ich guck mal gerade, wie, wie, wie lang der ist hier. That's wird she ja, okay, der ist ein bisschen länger, den machen wir nach der Werbung und dann gucke ich mir nochmal an äh, in der Werbung, was der Chat so sagt äh, dazu. Ja, also ich weiß, nicht, ich dachte vielleicht ist es einfach mal interessant, äh, für euch zu sehen, wie so ein, wie so ein äh, Skript aufgebaut ist. Ähm, und wie gesagt, das ist ja was, was nicht genommen worden ist. Ich habe dann auch schon manchmal ähm, mehr hautraufige Sachen geschrieben, weil man weiß schon auch, okay. Da muss ich auch ein bisschen so anpassen ähm, dem Format. Und ähm, wenn ich halt weiß, okay, es ist eher so eine Mario-Bart-mäßige Geschichte oder eher irgendwas wie die dreisten dann kann ich mich schon irgendwie zwingen, mich da reinzuversetzen in Menschen, die sowas lustig finden und das dann irgendwie schreiben. Und dann ist es halt so ein Geldjob. Aber im Endeffekt kann ich es auch nicht so wirklich. Es ist, fällt mir wahnsinnig schwer. Und ich muss auch sagen, ich will das gar nicht runterreden: ähm, das ist mega schwer auch. Also ich habe jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren, ich mache das ja noch nicht so mega lange, ähm, so als Comedy-Autor äh, arbeiten und so äh, Stand-up-Geschichten mache ich ja eigentlich erst seit, keine Ahnung, drei Jahren maximal oder so, ähm, oder vier Jahren so. Und ich habe da in der Zeit auch ein paar kennengelernt, andere, und ich muss sagen, das ist schon echt krass schwierig. Also es ist schon eine krass gute nee, eine Kunst. Eine Kunst schon und aber auch viel Training und Erfahrung, das hinzukriegen, zu wissen, dass man so pointiert schreibt. Also, ich habe zum Beispiel auch darüber mich mit Stefan Tietze unterhalten, sehr viel, der ja auch, ähm, was heißt sehr viel, da werden wir haben uns mal, als hier war, auch länger darüber unterhalten. Der ist ja äh, Autor bei äh, Gute Arbeit Originals, die ich persönlich wieder sehr, sehr gut finde. Das ist ja der Humor, den ich total mag. Ähm, der aber auch nicht so wirklich die breite Masse erreicht, leider, beziehungsweise oder noch, ich hoffe, ich hoffe, dass es einen noch nicht erreicht ist. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach wahnsinnig schwierig, pointiert zu schreiben. Also wirklich so mit. So, so quasi da gibt es einfach so Grundgesetze du hast irgendwie der, der, dem Zuschauer muss sofort innerhalb der ersten zehn Sekunden irgendwie gefühlt klar sein das ist die Rolle das ist die Rolle das ist das Setting so, kommt zur Sache. Und ich bin ja eher, wie gesagt, Fan von diesem Unterschwellig und so ein bisschen meta eben und so. Und äh, was jetzt auch nicht so klingen will, also ich hoffe, es kommt nicht so rüber, als wäre ich jetzt hier der Humorbaron und würde jetzt so rüberkommen wie irgendwie so, oh ja, ich bin ja voll Meta und ich ich, ich, ich schreibe ja nicht diese diese billigen RTL-Sachen und sowas. Nein, das ist wirklich, das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Rechtfertigungsstony activated. Ähm, es geht einfach darum, dass, dass ich das auch nicht gut kann. So man sagen, ich kann das einfach auch nicht. Und ich bewundere Leute, die das können, weil die verdienen eine fucking Menge Asche. Muss man auch mal sagen. Also, äh, Comedy-Autoren, gerade für solche Sachen, die äh, leben davon und die leben nicht schlecht davon. Das sind meistens aber auch so Typen, die das schon 20 Jahre machen. Und ähm, deswegen ist auch die meiste Comedy in Deutschland gleich, weil es irgendwie so gefühlt die gleichen 20 Autoren sind, maximal, äh, die immer den gleichen Scheiß schreiben, mehr oder weniger, und sich ein goldenes Näschen verdienen. So, Leute, wir machen ein kleines bisschen Werbung. Ihr kennt das. Moin Moin hat jetzt auch Werbung. Ich freue mich drauf. Guckt euch die Produkte an. Es gibt die Werbung nicht. Und dann sehen wir uns nach der Werbung wieder und dann lese ich noch ein kleines Skript vor. Ne? Haut rein. Bis gleich. Ciao. Hey, herzlich willkommen zurück aus der Werbung bei Moin Moin mit mir Donny O'Sullivan, hier auf dem besten Sender der Welt Rocketbeans.tv. Ähm, ich habe noch eine andere Sache, die ich kurz zwischenschieben möchte und zwar möchte ich was kein möchte was loswerden kein kein Moin Moin mit Donny ohne Rant. Das wisst ihr. Äh, Donny Nathurs, die, die 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 wissen das seit Jahr, Jahren und die äh, gucken ja eigentlich auch nur die Moin Moins mit mir um diese diese, diese rant, das rant Gold, das rant Gold zu kriegen und zwar möchte ich gerne über Subway Renten. Äh, ihr kennt alle Subway. Ihr seid natürlich auch genau wie ich alle Subway Profis, weil wir normale Menschen sind, die einfach genau wissen: Okay, ich gehe zum Subway und weiß eigentlich schon spätestens nach 50 Metern, bevor ich den Laden entere, was ich für ein Subway haben will. Ne, natürlich hier Chicken Teriyaki äh, auf äh, Vollkornbrot mit dem und dem Salat. Ich bin ja eher so ein ähm, ja Roasted Chicken Breast mache ich gerne auf Honey Out. So und das weiß ich alles schon und spätestens, aber spätestens in der Schlange, wenn ich wenn ich die fucking Bilder sehe weiß ich doch schon, was ich haben möchte. Das heißt, ich bin richtiger Profi-Besteller bei Subway. Ich gehe hin und sage ganz klar so und mache auch alles, aber in der Geschwindigkeit, dass auch die Typen, dass sie, dass sie wissen, ich bin Profi, aber ich mache jetzt nicht um dich zu imponieren zu schnell, sondern ich gebe dir Zeit, das alles zu verarbeiten. Sag dann ganz klar so ein großes auf äh, Honey Oat, äh, bitte mit Roasted Chicken Breast, ja extra Käse, ja extra Bacon, Salat machen wir gleich. Fertig. Der Mann kann arbeiten oder die Frau, die wissen sofort Bescheid. als klar, Honey Old wird auf dem Boot und Toasten noch dazu sagen. Natürlich immer schon sagen: Toasten, dann spaßt auch noch die Frage, ähm, ob sie das Toasten wollen. Übrigens generell, ich war ganz lange jemand, der ungetoastet bei Subway äh, gegessen hat und immer mega davon überzeugt war und alle Leute auch überzeugen wollte, dass es das viel besser ist. Aber nein, es ist nicht so. Getoastet ist tausendmal besser. Äh, bei Subway gibt es keine Diskussion, weil äh, der Käse besser schmilzt, äh, es ist warm, es hat ein bisschen so einen kleinen Crunch, aber es ist außen noch ein bisschen war, also innen so ein bisschen weich noch, ist viel geiler. So, und worüber ich wenden will, frag, äh, fragt ihr euch bestimmt gerade, ist doch alles cool, ist doch alles in Ordnung. Ich wende über Leute, die vor mir in der Schlange stehen und eben nicht wissen, was sie und wie sie. Es bestellen sollen bei Subway. Neulich war ich bei Subway, da steht vor mir ein Dude, so Typ Jürgen. Ja, typ Jürgen, so typ, äh, typ Mensch, die quasi den Fahrradhelm anlassen im EDK. Ja. So einer, mit, mit so, so zwei Kinder und Fahrrad-Liegefahrradfahrer, so ein Jürgen, so ein Liegefahrrad-Jürgen-Mensch. Steht vor mir und ist offensichtlich zum fucking ersten Mal im Subway. Hast du eigentlich unter. Einem Stein gewohnt die letzten 20 Jahre, Jürgen. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Jedenfalls geht er hin und dann fragt die Frau natürlich, ja, welchen Brot möchten sie es haben? Erstmal hat er ewig gebraucht, überhaupt sich zu. Ja, und äh, Teriyaki, ist das dann so mit mariniert oder? Hm, das ist ja interessant. Nee, aber das mag ich nicht. Nee, nee, nee. Ja, vegetarisches haben wir auch oder? Mm -hmm. ja, heute habe ich irgendwie ein bisschen Lust auf Fleisch. Na naja, jedenfalls hat er dafür ewig gebraucht. Dann hat er sich irgendwann entschieden, ein fucking BLT zu nehmen so. Und dann, und da war ich schon sauer. Und dann wird er nach dem Brot gefragt und er sagt, er lehnt sich vor und sagt original so. Mm. Gibt es da verschiedene Brotsorten? oder was haben sie denn da für Brot? Also da, Honey, oh, ist ja, da, ähm, ist, da irgendwie, ist da Honig drin oder <laughs> wollte noch so einen dummen Gag machen, irgendwie so halb. Und ey, ich dachte nur so, Alter, ich hau dir gleich einfach hinten in den Nacken rein. So, einfach so völlig. Äh, und in der Zeit, da ich Tag so, junger Mann mit grauen Haaren rastet komplett aus. Grund? Weiß man nicht. Noch nicht bestätigt. Ja, wegen Jürgen. Deswegen. Und er hat die ganze Zeit so weitergemacht. Beim Salat hat er auch jedes einzelne Stück immer so gefragt: so, Ja, ach ja, nee, Tomaten nehme ich dann auch gerne. Ne? Und was gibt's da für Soßen? Oh, und ich bin die ganze Zeit so in der Pipeline, denkst so, du, Alter, ich will doch genau einfach mein Sandwich haben und essen. Okay, das sah ein bisschen, das sah falsch aus. Okay, naja, das wollte ich ja noch kurz erzählen. Ein, ein Rand muss sein, Freunde. Also beim Subway, bitte, bitte tut mir den Gefallen, wenn ihr das nächste Mal, erstmal bitte tut mir den Gefallen und bleib Gangster. Das heißt, mach genau das, was du denkst, klar. Steig in, den Vasen. Äh, steig in den Rasen, Nee, steig in den Wagen. Ich zeig dir die Straßen, Gangster will wir rasen. Ähm, ja, tut mir einfach den Gefallen und bestellt bitte schnell was Subway. Das würde mich freuen, würde die ganze äh, die ganze Welt freuen. Okay, ähm, ja, ich habe noch eine andere Sache vorbereitet, meine lieben Freunde. Ich wollte euch von einem Hobby von mir erzählen. Ich habe ein geheimes Hobby. Und ich glaube, ich bin eventuell nicht der Einzige mit diesem geheimen Hobby. Und zwar mein geheimes Hobby ist in letzter Zeit bei Lieferheld.de Bewertungen lesen und vor allem schlechte Bewertungen lesen. Mich interessiert das. Ich hatte eine Faszination für mich, ähm, wenn ich schlechte Bewertungen lese. Ich habe ein paar rausgesucht für euch, ähm, die habe ich mitgebracht als Screenshots, weil ich finde das unfassbar faszinierend. Weil guck mal, bei mir ist ja so, wenn ich eine Pizza bestelle abends, äh, ja Pizza, Pizza, nicht Pizza mache ich mittlerweile eigentlich. Äh, nur noch bei einer Firma, aber ich mache jetzt keine Werbung für die, aber da habe ich mich einfach jetzt eingeschlossen, das geht, da weiß ich, was ich krieg. Ähm, aber wenn, ihr kennt das ja, man ist irgendwie Sonntagabend da, man, man weiß einfach, es ist immer das Gleiche. Ey, fucking Essen bestellen ist einfach, es ist, dauert fucking eine Stunde. So, erstmal alle Bewertungen checken, das ist wie ein Flugbuch mittlerweile bei mir. So, ich muss da immer gucken, ja, Indisch, ja, okay, habe ich Bock auf Indisch, mhm. bis ich mich erstmal entschieden habe, okay, habe ich Bock auf Indisch, dann muss ich erstmal jetzt ein paar Inder vergleichen. Dann geht man natürlich auch die Bewertungen, man guckt erstmal natürlich Profis, gucken, okay, mindestens 20 Bewertungen muss, der, muss das Restaurant haben, sonst denke ich, ich krieg Salmonellen. Das ist einfach so. Wenn es nicht mindestens 20 Bewertungen schon hat, wenn also nicht mindestens 20 Leute da gegessen haben, kann ich nicht, kann ich nicht einschätzen, ob es vielleicht eventuell eine Lebensmittelvergiftung bringt. Gerade bei indisch muss man natürlich ein bisschen aufpassen, habe ich das Gefühl. Und bei asiatischem Essen, da weiß man immer nie, da hört man ja Geschichten, da, ja da hört man ja die schlimmsten Sachen, Freunde. Ja, also äh, und dann genau, und dann, dann Profis wissen, okay, ab 20, ich gehe aber lieber auf die Dinger mittlerweile mit 600, 600, 700 äh, Bewertungen mittlerweile, da weiß ich, die sind etabliert, die sind, die sind, quasi, die sind quasi official. Ja, so und dann weiß man natürlich auch als Profi, man muss die Bewertungen so ein bisschen überfliegen. Ja, man muss einfach gucken, okay, sind überwiegen eher die fünf Sterne oder überwiegen eher die zwei Sterne? Wenn die fünf Sterne überwiegen, alles klar, und vor allem auch die letzten Bewertungen sind nur relevant für mich. Also später als einen Monat gehe ich nicht zurück, weil die Leute ändern ja auch das Menü und so. so aber manchmal äh, in letzter Zeit mache ich das gerne, gucke ich mir quasi dann einfach nur diese schlechten Bewertungen an, vor allen Dingen von Restaurants, wo ich weiß, dass die gut sind. Wo ich genau weiß, das schmeckt mir. So, und ich habe da schon oft bestellt und dann gucke ich mir Bewertungen an. Ich habe von einem so ein Restaurant, ich sage jetzt nicht, welches Restaurant es ist, weil ich jetzt da auch noch keine Werbung machen will für, ähm, habe ich ein paar Bewertungen rausgesucht und ich weiß, dass das Essen gut ist da. Okay, so, ich habe hier ein paar Screenshots gemacht. Das fand ich super. Sasa schreibt. Pizza leider so salzig, dass ich später für das Abendessen die Nudeln nicht mehr salzen, sondern nur lecken musste. <laughs> Sasa ist ein kleiner Comedian. piu, 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 piu. Es war so salzig, dass ich die Nudeln nicht mehr salzen, sondern lecken musste. Alter, uh, Comedy. Das fand ich gut, weil es ein kleiner Gag war, unerwartet. Ich meine, solche kleinen, solche kleinen äh, Goldstücke findet man dann einfach bei meinem neuen Hobby. Es ja? ist einfach so, auf einmal unerwartet sitzt du da, äh, isst du Pizza von deinem Bauch, mega fett, und denkst so, okay, das Gold ist rum, und dann kriegst du so einen kleinen Gag mit. So, hier den möchte ich auch noch zeigen. Usman, auch geiler Name einfach. Finde ich so geil. der hat einfach zwei Sterne geschrieben. Usman, vielen Dank für diese Bewertung. <laughs> einfach zwei Sterne. Zwei Sterne. Ich gebe zwei Sterne. Siehst du oben? Aber ich schreibe noch mal hin, dass es zwei Sterne sind. Ich bin mir so, okay, warum schreibst du das dazu? Er steht doch da äh, oben, dass es zwei Sterne sind. Dann äh, was haben wir noch? Helga, ein Stern. Nur Helga war gar nicht zufrieden. Pommes weich, Chicken Wings auch. Ich hatte extra gebeten, alles groß. <laughs> Helga, du solltest vielleicht lieber noch mal zum Deutschkurs gehen. Das wäre vielleicht besser für dich, anstatt Chicken Wings zu bestellen am Sonntagabend. Anonymous und das ähm, hier fand ich lustig, weil ich erst dachte, oh warte mal, ja gut, das ist das Restaurant. <laughs> jetzt, 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 jetzt zu spät. Äh, Essen kam pünktlich, Kartoffeln im Auflauf waren zu al dente, Brot fehlte, Preis-Leistungs-Verhältnis passt nicht. Und das Geile ist, ich habe das deswegen. Das ist übrigens tatsächlich ein anderes Restaurant, weil das habe ich jetzt nur so gefunden. Äh, weil äh, das habe ich vorher gescreenshotet, weil ich so lustig fand, dass ich dachte, Kommentar von Express, aber das war gar nicht von denen, das war glaube ich einfach nur der Satz zu Ende geschrieben, das war so ein Fehler von Lieferheld. Aber ich dachte, dass, ich, dass einfach das Restaurant antwortet, keine frische Ware. <laughs> aber es, ich glaube, wenn man es zu Ende liest, preis, -Preis, preis verhältnis passt nicht keine frische Ware. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Bug gewesen. Fand ich aber auch lustig. So und hier noch einen. Das fand ich gut, das ist nämlich ein anderes Ding. Pass auf, hier ist nämlich wieder was, kommt was anderes ins Spiel. Wie mache ich denn hier Vollbild, dass das nicht oben abgeschnitten ist, die Scheiße. Ach, Maus nicht mehr bewegen, ne? Das fand ich geil, weil guck mal, hier sieht man meiner Meinung nach, ich weiß nicht, bleib mal hier drauf. Das ist oben abgeschnitten, aber es ist nicht so schlimm. Ähm, dass, mir, dass hier so offensichtlich einfach jemand vom Restaurant ist, der das einfach kommentiert, meiner Meinung nach. Es ist immer es ist super ähnlich geschrieben. Wie immer war das Essen heiß und total lecker. Wir bestellen immer wieder gern. Schnelle Lieferung, sehr freundlicher Mitarbeiter, Essen war perfekt. Lieferung ging super schnell, nur nach 25 Minuten war das Essen da. Es war schön heiß und sehr lecker. Gerne wieder. Ich wette mit euch. Ja, und klar, nicht nur weil das jetzt überall Anonymous ist, ist mir schon klar, dass es wahrscheinlich so die Standardeinstellung ist, wenn du keinen Namen eingibst, dann bist du halt einfach anonym. Aber das ist so ähnlich geschrieben und die Abstände der Kommentare sind irgendwie sehr auffällig. Ja, fast so jeden zweiten Tag irgendwie. Jeden zweiten, dritten Tag. Das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, das ist mir ziemlich auffällig. Und das ist auch ich als Profi, also ihr, ihr seid ja genauso Profis wie ich, 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 ich erzähle euch ja nichts Neues, ihr seid doch alle Profis, das weiß ich doch genau. Ähm, da weiß man doch sofort, okay, das ist auf jeden Fall abgekatert. Das ist irgendein so Dude, der beim Restaurant arbeitet, irgendein so Prakti, der das einfach so alle paar Tage nur postet, damit es nicht auffällt. Oder anderen IP-Adresse oder sowas. Und, ähm, ja. So. Hier kommen jetzt aber auch teilweise also ganz böse Kommentare von, äh, von Twitch rein. Was ist denn da teilweise los? Ich glaube, wir müssen uns erstmal wir müssen erstmal ein bisschen warm werden. <laughs> da hat irgendjemand Rassismus geschrieben. wo war denn da jetzt Rassismus? Wo? <laughs> so, alles klar. Ähm ja, das war was ich dazu sagen wollte. Ich finde das einfach witzig. Und vor allem beim Pizzabestellen ist mir auch noch aufgefallen, es gibt so manche Pizzasorten, die ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann, die auch irgendwie so ein, so ein Ding sind, wo ich, wo ich nicht verstehe. Ich habe mir, hab mir das aufgeschrieben, was die für Zutaten haben. Zum Beispiel, also für mich, find, ich finde es wichtig, dass eine Pizza, ja, eine Pizza sollte italienisch sein. Sollte am besten aus dem Steinofen sein, sollte am besten mit Mozzarella gemacht werden, mit einer guten Tomatensauce. Und eigentlich braucht man nicht mehr als schöne, gute Büffelmozzarella, Tomatensauce, schön geiler Teig. Und dann äh, im Steinofen gebacken. Eigentlich brauchst du nicht mehr für eine gute Pizza. Nach oben ein bisschen Basilikumblatt drauf, geil. So. Man kann natürlich noch ein bisschen Fleisch, Prosciutto oder so drauf machen, Serrano schinken, keine Ahnung. Aber ich, ich finde, eine geile Pizza sollte immer so sein, auch in, wie du es auch vielleicht in äh, Sizilien kriegst. Aber ich lese euch mal eine Pizza vor, die man, ich wette, meinen Arsch drauf, du nie in Italien irgendwo finden wirst. Und zwar von Calla Pizza oder von Hallo Pizza. Nee, von Hallo Pizza, die gute alte Pizza Honolulu. Mit geräucherter äh, Putenbrust, grünem Spargel, Sauce Hollandaise. Nach dem Backen mit Röstzwiebeln verfeinert. Was ist denn da los? Wie kann man das essen? Hier zum Beispiel Pasta Katmai. Nee, das ist ja eine Pasta. Warte, pass auf. Es gab noch ähm, Pizzatipp Jackson: Flammkuchenpizza mit extra dünn und ohne Rand, nur mit Creme Fraiche, Baconwürfeln, Zwiebeln und zartem Gouda überbacken. Dann nennt das doch nicht Pizza, das ist ein Flammkuchen. Freunde. Ich merke aber gerade, dass ich was kopiert habe und das gar nicht äh, stimmt. Ich dachte, das wären alles P Pizzarezepte. Jetzt merke ich aber gerade, das eine ist ja Pasta und das andere ist ein äh, Caesar Salad. Aber ihr wisst, was ich meine. Diese, diese Pizzen mit so Sauce, Hollandaise und so drauf. Also verstehe ich ja überhaupt nicht. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also äh, Nils äh, Bokeberg zum Beispiel, ähm, einer äh, von, von Gäste ist der von unserem Podcast. Äh, Gott, ich, das klingt so, als, als wären wir so ein. Mannschaft aus 20 Leuten. Wir sind ja zu dritt und Maria. Aber egal. Äh, Nils, der mag das zum Beispiel ganz gerne manchmal. Und ich habe mich fast mit dem gestritten mal darüber. es überhaupt nicht. Ist, also ist, nicht ansatzmäßig verstehe ich, wie man sich eine Pizza mit Sauce Hollandaise statt äh, Tomatensauce holen kann. Das ist für mich das Widerlichste, was ich mir vorstellen kann. So eine, so eine in Fett, das ist doch einfach nur Fett, oder? Sauce Hollandaise das ist einfach nur so eine Butter, buttersoße mäßig Oder nicht? So Mayonnaise-mäßig. Also, das. Äh, das ist irgend so ein Ding, das verstehe ich, so, versteh ich nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Was sagt denn in der Chat? Habt ihr da Bock drauf, findet das? Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute im Chat das mögen. Ich weiß auch nicht warum. Nichts gegen euch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ein paar Mal schon was mit Essen gepostet, da habe ich schon öfter gemerkt, wir sind nicht auf einer Wellenlinie, wenn es ums Essen geht. Äh, oftmals. Humormäßig auch nicht. <laughs> Nein, Spaß. Currysoße ist geil auf Pizza, steht hier von Moses aus der Bibel. Also. Das ist ja fast noch schlimmer. Ja, gut, ihr wird gefragt, ob ich es schon mal probiert habe. Das stimmt natürlich. Da muss ich Asche auf mein Haupt. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich will das gar nicht probieren. Ich finde das einfach die Vorstellung allein schon so widerlich, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Ja, Donny, wenn man jeden Tag Pizza isst, verlangt man nach Alternativen. Ja, okay, naja, gut. Was sagt hier Twitter? Sagt auch nichts. Preach. Ja. ja, ich glaube, da scheiden sich dann einfach die Geister, ne? Also das ist einfach so ein, äh, ist halt ein Geschmacksding, ne? Ich glaube, Andreas, der bei uns hier in der Regie gerade sitzt, Andreas Links, ich wette mit, ich könnt, würde sogar wetten, der mag äh, Pizza mit Sauce Hollandaise. Schön hier Pizza, Sauce so Hollandaise, dann schön Bild.de auf, schön bisschen, bisschen surfen, dazu eine River Cola. Das ist Andreas Links für mich. Ich liebe ihn. Aber das ist für mich Andreas Links. So stelle ich mir ihn vor und so solltet ihr ihn euch ihn auch vorstellen, weil das ist 100% Andreas Links. <laughs> Vielleicht noch so als Nachtisch ein Danni-Sahne. Gibt's eigentlich Danni-Sahne noch? Oder heißt das mittlerweile irgendwie auch anders? Ich glaube, das Sahne haben die gejobbt. Ne, das heißt nicht mehr. Ich glaube, das heißt nicht mehr. Äh, heißt nicht mehr Danni-Sahne, weil das klingt dann so fettig und so. Ja. Ähm Leute, ich spring von einem Thema zum anderen heute, aber hatte ich auch angekündigt. Ich habe mich fast schon zu viel vorbereitet heute. Ich habe so viele fucking Sachen vorbereitet. Ich habe noch einen Artikel, den ich eigentlich vorlesen wollte, über den ich abbranden wollte. Ich habe noch, äh, hab noch so einen Stand-up-Entwurf von mir. Ich wollte euch eigentlich diese Entwürfe zeigen äh, von, von so Stand-up-Sachen, die ich geschrieben habe. Ähm, da weiß ich aber noch nicht, ob der, die Zeit jetzt reicht, das noch vorzulesen. Aber ich mache das jetzt, glaube ich, einfach. Ich erkläre euch das kurz, worum es da geht. Ähm, weil ähm, das finde ich ganz interessant. Also, was heißt das? Sein? Und zwar, pass auf, also, das ist jetzt, ähm, ist jetzt so. Ich habe ähm, wohl irgend. Also, ich habe jetzt gestern sozusagen meine alten äh, Stand-up-Notizen so durchgegangen, meine alten Entwürfe für Comedy-Geschichten. Äh, wie gesagt, auch Sk äh, Skripte habe ich auch ein, ein, euch jetzt eins gezeigt. Und habe so ein bisschen überlegt, ähm, ja, was könnte ich dann so auspacken, ausgraben, nochmal noch mal neu verwerten, nochmal irgendwie euch auch mal vorstellen. Und ich habe dann eine Datei gefunden. Und die heißt einfach nur Stand 2015, Stand, äh, Stand Stand 2015 Abentwurf Und ich wusste nicht, was es ist, habe es reingeguckt und das ist ein re recht langer Text, das ist eigentlich wie ein Buch. Also, ist, ich, glaub, ich, ich glaube, das war mein allererster ähm, Comedy-Ansatz, den ich geschrieben habe, in Vorbereitung auf mal Stand-up machen. Da hatte ich aber noch kein Stand-up gemacht und dementsprechend auch keinen Plan, wie das ist. Und es ist eigentlich eher wie ein Poetry-Slam-Gedöns, was ich ja überhaupt nicht mag. Aber wenn ich es jetzt vorlese, kommt es, glaube ich, eher so rüber. Das ist aber eigentlich wie ein Buch fast, also wie ein Anfang von einem Buch. Und ich habe es gestern so gelesen und ich kann mich null so an die Situation erinnern, in der ich das geschrieben habe. Ich glaube, ich habe das irgendwann nachts geschrieben und war wohl irgendwie auch in so einer Phase, in der ich besonders zynisch drauf war. Und ähm, ja, das möchte ich, möcht ich euch gerne mal vorlesen. So, ich versuche das auch zu betonen, ein bisschen, so wie so ein richtiger, wie so ein richtiger. Ja, es ist hier Poetry Slammer. Seitdem ich alleine wohne, werde ich immer mehr zu einem dieser alten, motzigen Opas, die von allen anderen Menschen gehasst werden und die alleine leben und die genau so sind, wie man sich immer vorgenommen hatte, im Leben niemals zu werden zu wollen. Ich werde verbittert. Ich bin im Grunde ständig genervt von meinen Nachbarn. Und das, was mich so verbittert macht, ist die Tatsache, dass ich mit der Verbittertheit stets passiv-aggressiv umgehe. Es ist wie in der Bahn. Wenn jemand laut im Ruhebereich telefoniert, will niemand die Person sein, die aufsteht und den laut telefonierenden Banker zur Rede stellt, obwohl sich insge insgeheim eigentlich jeder wünscht, einer würde es tun. Was macht man stattdessen? Man verhält sich passiv-aggressiv. Man rutscht auf dem Sitz genervt herum, stöhnt laut, atmet laut aus, macht dieses Geräusch mit den Lippen, schaut genervt zu den anderen, ebenfalls genervten Passagieren und gestikuliert, signalisiert, dass der Typ doch ein Arschloch sei, weil er im Ruhewaggon telefoniert. Aber zurück zum wohnen. Mein passiv-aggressives Verhalten erreichte nämlich neulich seinen traurigen Höhepunkt. Als meine schwulen Nachbarn mal wieder laut bumsten. Oh, ich vergaß zu erwähnen. Ich wohne Wand an Wand mit einem Homosexuellen, der original mehr Sex in einer Woche hat, als ich bisher in meinem ganzen Leben. Er scheint auch viele verschiedene Partner zu haben. Also jetzt nicht gleichzeitig, aber es ist oft, es sind oft andere Stimmen zu hören einer ist richtig oft da. ich glaube, das ist wohl sein fester freund. in meinem kopf nenne ich ihn olaf. er klingt wie ein olaf. jedenfalls. neulich waren die wieder bei der sache. ich vermute mit olaf. das neue ding, was die jetzt machen, ist immer wieder durch ein lautes klatschen zu erahnen. was das genau ist, darüber kann ich nur spekulieren. aber ich gehe mal von peitschenhieben aus. oder vielleicht applaudiert olaf auch nur aufgrund der guten leistungen meines nachbarn auf seine art eben. was aber daran so schlimm ist, dieses Klatschen ist laut und es nervt. Und weil es so unregelmäßig ist. Das Unregelmäßige macht es nämlich schwer zu ignorieren, beispielsweise wenn man einschlafen möchte. Mit etwas Regelmäßigen kann ich leben. Man ist dann zwar genervt, dass die schon wieder bumsen, kann aber damit gerade noch so aus Gewohnheit leben, da es ja in gewisser Weise auch ein bisschen wie Meeresrauschen oder Grillenzirpen ist. Wenn man sich das wochenlang gewohnt ist und die Tatsache einfach ignoriert, dass es eben nicht um Grillenzirpen oder Meeresrauschen geht, sondern um zwei erwachsene Männer handelt, die zwei Meter von einem entfernt harten Sex haben und vermutlich sadomasochistische Aktionen durchführen. Es ist also neulich wieder unregelmäßig, als es wieder, als es also neulich wieder unregelmäßig klatschte, fiel mir original nichts Besseres ein, als selber laut unregelmäßig zu klatschen aus Protest. Ich gebe zu, das ist mir im Nachhinein ein bisschen peinlich und bringt auch niemanden was. Aber wenn ich erstmal einen passiv-aggressiven Wahn gerate, bin ich zu allem fähig. Naja, außer da, eben dazu, aktiv etwas Produktives gegen ein Problem zu tun. Ich meine, ich habe mich schon dabei erwischt, wie ich meine Nachbarn laut nachäffe. Alleine. Also so laut, dass ich wirklich auch will, dass sie mitbekommen, dass sie es mitbekommen. Ich mache zum Beispiel mittlerweile eine, wie ich finde, ganz passable Imitation der Lache meiner Übermieterin. Die nenne ich in meinem Kopf übrigens auch Olaf. Ich verschwende also liebe Unmengen an Energie damit, Dinge zu tun, die A nichts bringen und B anstrengend sind, anstatt einmal höflich zu klingeln und zu fragen, ob beispielsweise die beiden Herren doch etwas leiser bumsen könnten. Schlimm ist dieses Verhalten auch im Büro. Ich bin ja jetzt in einem Shared Office, ich habe wirklich in Klammern oho geschrieben. Und zahle nun im Grunde 200 Euro im Monat dafür, dass ich in einer cooleren Lage so tun kann, als würde ich arbeiten. Shared heißt ja auch geteilt. Ergo, da sind auch andere. Ja, scheiße. Ich meine, die sind nett klar, aber naja, die reden halt und bewegen sich und atmen und so. Und meistens nervt mich das. Ich würde sogar sagen, ich bin ein angenehmer und auch lustiger Zeitgenosse im Büro. Nur halt nicht, wenn ich tatsächlich arbeiten muss. Und naja, in genau dieser halben Stunde am Tag machen die, alle am meisten immer, machen die anderen immer am meisten Lärm. Ich habe neulich, <laughs> ich habe neulich ernsthaft überlegt, den Kollegen hinter mir, nennen wir ihn Olaf, zu fragen, ob er denn leiser tippen könnte. Leiser tippen! Was ist nur los mit mir? Naja, okay, zu meiner Verteidigung, er tippt aber auch wirklich laut. Ich habe noch nie jemand so laut tippen hören. Und da ich Erst da ich erst seit gestern, da ich ja nicht erst seit gestern ein Mensch bin, der relativ leicht genervt ist, habe ich ein Ohr, habe ich mein Ohr mittlerweile auf solche Sachen schon lange trainiert. Auf einer Lauttipp-Skala von 1, harmlos, bis 10, alte Schreibmaschine, tippt er locker auf einer 7. Trotzdem, ich weiß, darüber sollte man sich nicht aufregen. Das ist doch Energieverschwendung, sagt man bei sowas immer. Stimmt, die Energie könnte ich auch eigentlich sparen und für etwas Sinnvolles nutzen, denke ich dann immer. Und dann fällt mir auch dann fällt mir leider auch immer direkt ein, dass ich nichts wirklich Sinnvolles in meinem Leben habe, wofür es sich lohnen würde, Energie aufzusparen. Und das ist die Geschichte, die ich geschrieben habe. Es geht noch drei, vier Seiten so weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ich glaube, ich, mir fällt auch gerade auf, dass ich ein kleines Stück davon, äh, das mit den bumsenden Nachbarn, habe ich tatsächlich mal auch in einem Stand-up, äh, habe ich in einem stand auch mal äh, in, in ähnlicher Form verwendet. Und das Ding ist, ist es, wirklich, äh, es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Ich äh, habe wirklich einen schwulen Nachbar gehabt, äh, der, der sehr, sehr, sehr oft gebumst hat und. Äh, der mich wegen dem Bumsen genervt hat und nicht, weil er schwul ist, weil ähm, ich habe nichts gegen Schwule. Das ist mir echt egal. Aber fühlen sich Schwule eigentlich angegriffen, wenn man sagt Schwule? Homosexuelle halt. Naja, egal. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Ich finde, jeder sollte jeden lieben, wie er möchte. Ähm, und äh, ist doch scheißegal. Lesben, Schwule, Heterosexuelle, alle sind geil. Alle sollen sich vereinen, alle sollen miteinander Sex haben. So, haut rein. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Äh, mein Name ist Dani und ich bin raus. Ciao.